Die Lügen des Leon Lovelock. Ein Rückblick auf sein wirres Treppenvideo. Huch. Immer sehr viel hinterfragt und skeptisch ist. Nein, der einfach nichts begreift und einfach zu blöd ist, einfachste Zusammenhänge zu erkennen. Ich nenne mich ein Skeptiker. Nennt sich dumm. Nicht Skeptiker, dumm. Dumm heißt das Wort. Einfach dumm. Guck mal, wie besessen der ist, Digga. Guck dir das mal an, was für ein Hass der in sich hat. Dumm. Und wenn Leute mir sagen, der ist dumm, dann bin ich halt dumm in deiner Welt. Und jetzt? Wen interessiert das, Bruder? Umso dümmer ich bin, umso mehr kann ich lernen. Ist doch geil. Habe ich noch viel mehr Potenzial. Hat er überhaupt mal gelernt zu lernen? Hast du überhaupt gelernt? Für dich muss ich meine Duschkappe anziehen. Ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus dem Laden rausnehmen. Es ist so offensichtlich, dass die Wissenschaft schon damals einer Meinung war, es sich auch heute eigentlich alles bewahrheitet hat, was Professor Trosten und Co. so gesagt haben. Ganz schlecht gealtert, diese Aussage. Huch. Am Ende ist es wieder Antisemitismus, der da durchscheint. Weil ich einmal die gesagt habe, hat er mir Antisemitismus angedichtet gerade. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Ich habe schon so ein leichtes Grinsen auf den Lippen, weil wir werden uns jetzt ein Video reinziehen von Tobias Huch, Digga. Huch? Wo sind wir denn hier gelandet, Digi? Das Video heißt Reaction. Die Lügen des Leon Lovelock. Ein Rückblick auf sein wirres Treppenvideo. Huch? Das ist geil, dieses Huch, ne? Das werden wir uns jetzt reinziehen. Immer noch Corona-mäßige Aufarbeitung. Ich habe jetzt gesehen, dass der Justin, der Jutste, sein Originalvideo zum Treppenhaus-Video offline genommen hat, komischerweise. Und auch seine Reaktion auf den Talk von mir und Kianosch, den wir damals hatten, wo er dann nochmal drauf reagiert hat mit flache Erde hin und her. Das hat er jetzt auch offline genommen. Was die Gründe dafür sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wichtig für mich ist halt, dass wir darauf reagiert haben und dass diese Videos immer noch online sind, so, weißt du? Weil ich finde, gerade das Treppenhaus-Video, das soll sich noch weiter verbreiten. Die haben da damals drauf reagiert, um mich zu diffamieren, um mich lächerlich zu machen, um mich in ein gewisses Licht zu rücken. Dadurch haben sie dafür gesorgt, dass dieses Video immer noch am Leben war, während YouTube das von meinem Kanal gelöscht hat, so. Das ist eine gute Sache. Und jetzt nehmen die Reaktionen auf diese Videos auch langsam runter, weil die merken, dass die halt hier und da ein bisschen Blödsinn erzählt haben, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf an der Stelle. Und langsam jetzt die Wahrheiten ans Licht kommen durch RKI-Dokumente und andere Geschichten. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Zyklus aufrechterhalten, dass ich da nochmal drauf reagiert habe und dann dadurch quasi das Treppenhaus-Video weiterhin am Leben erhalte und auch die Reaktion von den YouTubern. Deswegen gucken wir uns immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder ein Reaktionsvideo auf das Video an, weil ich auch einfach finde, dass das angebracht ist so. Weil ich habe sehr viel gelitten in der Zeit. Ich habe sehr viel Negativität von diesen Menschen bekommen und von deren Communities. Und es ist kein Zurückschlagen, aber es ist den Leuten zeigen, ey, ich wollte eigentlich euch nur was Gutes. Ich wollte euch sagen, was hier läuft und ihr wolltet mir nicht zuhören. Und jetzt habt ihr die Beweise dafür, so weißt du. Nichtsdestotrotz, was mir immer ganz wichtig ist, auch bei diesen Reactions auf diese Leute, der Tobias zum Beispiel, habe ich schon jetzt im Vorhinein gehört, der ist richtig negativ unterwegs und der hat so richtig negative Vibes auch auf mich und auf das Video und auf wie er auf mich reagiert und was der so sagt und so. Wichtig ist aber für uns, dass wir uns davon nicht beeindrucken lassen und vor allen Dingen nicht auf dieses Niveau runtergehen, so. Dass wir nicht auch so werden wie der und dann anfangen zu beleidigen. Und auch in den Kommentaren bei dem Justin-Video habe ich auch gesehen, dass da Leute so leicht in eine Beleidigungsrichtung reingegangen sind. Das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht, dass wir diese Leute beleidigen. Ich möchte nicht, dass wir so negativ werden, wie die zu uns waren, so, sondern dass wir können sachlich unsere Meinung sagen, wir können darauf reagieren, wir können sagen, ey, hier und da bin ich anderer Meinung und so, aber immer schön Menschlichkeit, weißt du? Hört auf zu beleidigen, ich will das nicht sehen in den Kommentaren. Ich liebe euch auf jeden Fall. Jetzt gehen wir rein in den Peter. Schön positiv bleiben und ich werde mir wahrscheinlich auch nicht das ganze Video. Sobald ich merke, dass ich ein bisschen aus meiner Mitte rauskomme und vielleicht zu negativ abdrifte, werde ich auch Stopp machen. So. Das geht 54 Minuten. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich nur einen Teil davon reinziehen. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Werdet Mitglied von der Love Gang, Digga. Wir bleiben liebend, egal was auf uns zukommt. So. Ich küsse euer Herz. Peter geht los, Digi. Und los. Ich höre zum ersten Mal den seine Stimme, ne? Huch. Ich habe mir noch nie was von dem reingezogen. Der hat, glaube ich, 100 Videos über mich gemacht oder so. Das wird jetzt richtig lustig, mein lieben Freunde, ja? So, das hatte ich mir fest vorgenommen. Tachchen! Reaktion auf das über 2 Jahre alte Video von Leon Lovelock. Also er hat 2 Jahre, nachdem ich das Video online gestellt habe, quasi darauf reagiert so. Wo er ja alles Mögliche vorhergesagt hat. Ganz wirr.
selbst ist es nicht mehr auf YouTube, weil es halt gegen alle Richtlinien verstößt, die es so gibt. Und der Typ ist auch weiterhin nicht die hellste Kerze auf der Torte, wie man... Möglich. Ich sag nie, dass ich habe nie gesagt, dass ich irgendwie eine helle Kerze auf irgendeiner Torte bin oder so, weißt du? So. Also, habe ich nie behauptet. Letztens beim Gespräch mit Flair gesehen hat, da hat ihn Flair ziemlich zerlegt. Was heißt ziemlich? Er hat ihn komplett zerlegt. Und jetzt schauen wir mal. Er ist auch ein guter Entertainer, ne? Sehr spannend auf jeden Fall das Intro jetzt bis hier an der Stelle. Und ja, ey, Bruder, hältst die Kerze auf der Torte, was auch immer so, weißt du? Ich habe auf jeden Fall ein riesen Herz in der Brust und das ist für mich das, was am meisten zählt, so. Und das ist auch das, woran ich andere Leute bewerte, so. Was für ein Herz hast du? Was für ein Mensch bist du? Wie behandelst du andere Menschen? Wie ist dein Charakter? Wie charakterstark bist du, weißt du? Wie sehr stehst du hinter dem, was du sagst? Wie sehr haben deine Worte Gewicht und diese ganzen Sachen? Das ist für mich alles viel wichtiger, als jetzt zu sagen, ich habe studiert, ich habe Abi gemacht und so, was ich auch alles gemacht habe. Also ich habe Abi gemacht, ich habe studiert und diese ganzen Sachen so. Keine Ahnung, ob ich schlau bin oder nicht schlau bin. Ich bin auf jeden Fall emotional intelligent und habe ein großes Herz, Digga. Da bin ich überzeugt von. Das fühle ich auch und das ist für mich das Allerwichtigste so. Das alte Video und was sich denn heute so bewahrheitet hat. Er behauptet ja, in einem Video, was er wiederum vor fast einem Jahr gesagt hat, dass sich das alles bewahrheitet hat und er hätte die Wahrheit gesagt und er sei sozusagen genau Prophet. Das habe ich nie gesagt. Ja. Viele Sachen haben sich aber leider, ich sage sogar leider, bewahrheitet so. Viele Sachen haben sich leider bewahrheitet so. Das haben wir jetzt alle mittlerweile mitbekommen. Vielleicht hat er es jetzt mittlerweile auch mitbekommen, ich weiß es nicht. Ob er sich da die RKI-Dokumente mal reingezogen hat, aber mittlerweile haben wir schon sehr viel Evidenz dafür, dass wir hardcore angelogen wurden und dass die Politik Wissenschaft verleugnet hat, um gewisse Dinge nach vorne zu treiben. So. Da geht's. Komm, Bro. Mach mal ein bisschen Alarm hier jetzt. Ist langweilig, ne? Versucht mal frei zu sein von dem, was die euch sagen und versucht mal bitte eure eigene Meinung zu bilden. Versucht mal auf euer Herz und auf euer Gefühl zu hören, was ist da wirklich los so? Es ist jetzt so offensichtlich. Sitzt einfach auf der Treppe und hat das Licht jetzt nochmal nachgestellt. Einfach so schlecht. Was? Wen habe ich nachgestellt? Was redet ihr hier? Mal bitte eure eigene Meinung zu bilden. Versucht mal auf euer Herz und auf euer Gefühl zu hören, was ist da wirklich los so? Es ist Huch, ist auf einmal heller geworden. Majuzza, hast du schon mal von Autofokus gehört? Ich habe da in die Kamera geguckt und meine Cam hat mich erkannt. Guck mal, wie. Jetzt guck mal seinen Kommentar darauf. Jetzt so offensichtlich. Sitzt einfach auf der Treppe und hat das Licht jetzt nochmal nachgestellt. Einfach so schlecht. Oh Mann, ey. Alter, das halten wir, glaube ich, nicht lange aus, Chat. Ich schwör's dir, sorry. Aber du kannst ihn förmlich auch schon ansehen und das, ich fühle richtig diesen Hass, diesen Hate. Und der Hass ist nicht auf mich. Meistens ist es so, wenn Menschen so einen tiefen Hass gegen irgendjemanden oder gegen irgendetwas haben, dann kommt das meistens von einem tiefen Hass sich selbst gegenüber so. Wenn man unzufrieden mit sich und seinem Leben ist, dann fängt man auch an, andere anders zu behandeln so. Umso liebevoller dein eigenes Privatleben ist, umso liebevoller bist du auch zu anderen Menschen so. Generell in der Welt halt unterwegs so. Und wenn du halt diesen tiefen Hass gegenüber dir selber wahrscheinlich in dir trägst oder vielleicht aus der Kindheit irgendwas mitgenommen hast und so, ja, dann wirst du auch andere Menschen anders behandeln. Und ich fühle bei ihm, also er so, also mir tut das ein bisschen auch leid so, weil ich daraus schließe, dass er halt wirklich mit sich selbst keine starke Beziehung hat und eventuell auch in der Vergangenheit und in der Kindheit die ein oder anderen nicht so schönen Erlebnisse gemacht hat, so dass er jetzt so geworden ist, weißt du? Deswegen Liebe geht raus an dich, Tobias, Digga. Falls du irgendwas brauchst, bisschen Liebe, eine Umarmung, Trainingsplan, Advices hier und da. Auch wenn ich nicht die hellste Kerze auf der Torte bin, so. Ich hab's eigentlich immer geschafft, Menschen ein bisschen näher an die Liebe ranzubringen, so, weißt du? Das würde ich dir, da würde ich dir auch beihelfen, mein Jutzer. Geworden, wie es noch nie war. Es geht hier nicht um ein Virus oder so. Nee, geht's nicht. Das ist meine ehrliche, eigene Meinung. Und die kann ich auf meinem YouTube-Kanal so teilen, wie ich das möchte. Nein, kannst du nicht. Deswegen ist es ja gesperrt worden, weil du wirres Zeug geredet hast. Komplett wirr. Oder weil wir langsam in eine Richtung reingehen, wo man seine Meinung nicht mehr wirklich teilen darf, so weißt du? Irgendwelche Unternehmen dann entscheiden, das ist gefährlich, so eine Meinung zu haben. Und dann wird das halt zensiert, so, weißt du? Und das ist eigentlich eine gefährliche Sache, finde ich. So.
Let me see you go. Seltsames Intro. Boah, der Typ ist mega sympathisch, ne? Ich schwör dir. I love you, man. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video. Auf meinem motherfucking YouTube-Kanal, Freunde. Ich sitze hier gerade einfach im Treppenhaus in Mannheim. Diese grundsätzliche Negativität, Alter, weißt du, wie ich meine, so? Licht hat sich verändert, Autofokus, und der sagt, boah, der hat das Licht jetzt nachgestellt, wie schlecht. Was für ein seltsames Intro. Und so, das ist so dieses grundsätzliche Negative, so der versucht, man versucht gar nicht neutral an die Sache ranzugehen, so. Weißt du, was ich meine? Man will einfach auf Krampf irgendwie Hass verbreiten. Das ist doch traurig, Bro. You need some love, Bro. Komm hier, Tobias. Huchi, mein Jutster. Schöne Umarmung mal vom Lovelock, Digga. Auf entspannt. Und dann geht's dir vielleicht auch wieder ein bisschen besser, mein Jutster. Ich hab dich gerne. Über den Dächern von Mannheim quasi. Ich hab da eine geile View. Jetzt nichts Besonderes, aber ich hab gedacht, ich setze mich einfach mal hier hin und mach ein Video. Weil mir so ein paar Sachen einfach auf dem Herzen liegen, Freunde. Ja? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Digga. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der Typ, der ganz so oft einfach Videos macht über aktuelle Themen oder sich da gerne mit reinhängt und einfach mit drauf geht und so. Aber das, was gerade passiert, das wird mir einfach zu viel. So, das ist mir einfach viel zu viel, Digga. Ihr wisst, ich habe einmal ein Video gemacht über Verschwörungstheorien Nipsey Hussle mit Dr. Sebi etc. Kennt keiner. Das Einzige, was mir auffällt, dass er... Kennt keiner? Chat, eins in den Chat, wer Nipsey Hussle und Dr. Sebi kennt. Oder der Typ ist so sympathisch, Digga. Das ist Hardcore, Alter. Hardcore. Guck mal, Tobias, guck mal im Chat oben, siehst du? In der Ecke. Alles voll mit Einsen, Digi. Kennen wir. Ähnlichkeiten hat mit Mr. Potato Head. Ich hab das ein oder... Was? Ich hab... Huch. Huch. Digi. Ich hab Ähnlichkeiten mit Mr. Potato Head, sagt er, oder was? Geil, Digga, wir haben einen Huch-Emote jetzt hier am Start, oder was? Wer ist Mr. Potato Head, was, Bruder? Gucken wir mal, kann sein. Wegen der Nase, wa? Bruder Chat, was meint ihr? Geiles Argument, ne? Bruder, sieht der aus wie ich? Der hat doch einen Schnurrbart und so. Hä? Nee, Digga. Toy Story, Tintin, da hätte man auch was Besseres finden können, oder? Gut, dass er sachlich an die Sache geht. Ja. Neutraler Berichterstatter, ist das nicht so, auch so ein... Der bietet sich auch an die Politik immer an und so, ne? Ich hab mal gesehen, der hat auch so ein Interview gemacht mit so einem israelischen Pressesprecher und so. Scheint wohl ein Homie von ihm zu sein. Sehe ich so aus? Low-key rassistisch. Ah, echt? Ah, weil der braun ist, ne? Tobias. Wakanda forever, bro. Andere Mal in Comments Café diese Thematiken angesprochen. Da habt ihr schon gemerkt, dass ich jemand bin, der immer sehr viel hinterfragt und skeptisch ist. Nein, der einfach nichts begreift und einfach zu blöd ist, einfachste Zusammenhänge zu erkennen. Und kein Interesse hat an Fakten, sondern weil er so bildungsfern ist. Bildungsferner Idiot ist der Lovelock, Digga. Verstehst du, was ich meine, Alter? Bruder, Studium hin oder her. Wahrscheinlich habe ich ein besseres Abi als der Cousin hier, ne? Irgendwas zusammenschwurbelt. Einfach skeptisch ist. Ich nenne mich ein Skeptiker. Nennt sich dumm. Nicht Skeptiker, dumm. Dumm heißt das Wort. Einfach dumm. Guck mal, wie besessen der ist, Digga. Guck dir das mal an, was für ein Hass der in sich hat. Nicht Skeptiker, dumm. Dumm. Heißt das Wort. Einfach dumm. Also, egal in welche Richtung. Ich bin auch ein... Okay, Freunde, ich schwöre dir, der ist richtig besessen, Bruder. Hast du in seine Augen reingeguckt, Mann? Der Teufel ist da drin. Ich hab's gesehen gerade. Ich kann mir das nicht lange reinziehen. Das geht in mich über sonst. Weißt du? Solange ich noch darüber lachen kann und meine Liebe in mich drin behalte, so können wir uns das geben, aber das geht nicht lange. Skeptiker bei diesen ganzen Verschwörungstheorien. Aber auch ein Riesenskeptiker von den Mainstream-Medien und von dem, was die uns erzählen. Boah, ist das unangenehm schon. Wie das schon anfängt. Das ist schon so bescheuert. Er tut so, als ob er hier Professor Einstein ist. Ich weiß gar nicht, was für einen Schulabschluss hat er überhaupt. Hat er überhaupt eine Schule besucht? Das ist so crazy, Digga. Das ist jetzt die Frage.
Hat der überhaupt eine Schule besucht oder ist der wirklich so strohdumm, der hat nicht mal einen Schulabschluss oder was? Alter Vater, Digga. Ey, Mann, da merkst du auch die Menschen heutzutage, ne? Und der Typ hat, der hat Follower, Bro. Das ist ja das Traurige daran. Der hat Follower, Digga. Der hat Leute, die den feiern. Der hat 87.000 Abonnenten, der hat Live-Zuschauer und so. Der hat Menschen, die dem zuhören, weißt du? Und die sich an dem orientieren. Das ist ja das Kranke bei der Sache so. 8-mal geboostert wahrscheinlich und schließt von dem Schulabschluss auf den Charakter von dem Menschen und wie intelligent der ist oder nicht so. Das ist crazy. Nur weil ich jetzt gut auswendig lernen kann, bin ich jetzt intelligent oder was? Ich habe Abi gemacht. Toll. Ich habe studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Einer der schwierigsten Studiengänge. Toll. Und jetzt? Bin ich jetzt der überschlaue Motherfucker, der alles weiß? Nein. So. Nee, bin ich nicht. Und wenn Leute mir sagen, der ist dumm, dann bin ich halt dumm in deiner Welt. Und jetzt? Wen interessiert das, Bruder? Umso dümmer ich bin, umso mehr kann ich lernen. Ist doch geil. Habe ich noch viel mehr Potenzial. Weißt du? Hat der überhaupt mal gelernt zu lernen? Was sind das für Argumente, Bruder? Was? Nur, der Typ ist maximal lost. Der weiß gar nicht, was der erzählt da gerade. Der will einfach nur auf Krampf irgendwas Beleidigendes. Irgendwas, okay, der ist einfach dumm. Da dumm. Du bist dumm. Hast du überhaupt gelernt zu lernen? Hast du überhaupt gelernt, Bruder? Diese Ding Teddy-Style. Hast du überhaupt gelernt? Maximal lost. Und er Bruder, ja, Maniak, Bruder. Für dich muss ich meine Duschkappe anziehen. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus dem Laden rausnehmen, Alter. Chat, habt ihr gesehen? Frisch aus Afrika angekommen gerade. Er nimmt sich nicht dafür, weil er nicht erkennt, wie peinlich er ist. Bruder, mit dieser Kappe bin ich noch authentischer. Das ist, Bruder, ich muss das hier in dem Video kurz... Am Ende des Tages, wenn es jetzt um Style geht, ne, und um die Kappe, die ich jetzt aufgezogen habe. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Mhm. So, und jeder Style ist cool, wenn man ihn lebt. Verstehst du das, Tobias, Digga? Ich weiß nicht, ob du überhaupt Style hast, aber jeder Style ist cool, wenn man ihn lebt. Ich kann hier mit so einer Duschhaube sitzen, authentisch, cool, charismatisch, mit Herz, mit Liebe am Start sein, meiner Community Liebe schenken, positive Vibes nach außen tragen, selbst dich lieben. So. Mit so einem Ding auf dem Kopf. Macht mich das jetzt nicht mega intelligent? Eine Regierung, etc. Und deswegen muss ich hier einmal ganz kurz was dazu sagen, weil das, was gerade passiert, das, was ich gerade sehe, das wird mir zu echt. Das wird mir zu real und es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich, was hier gerade passiert. Und es schwimmen mir viel zu viele Menschen auf dem Zug oder auf dem Strom mit. Es ist so offensichtlich, dass die Wissenschaft schon... Die Wissenschaft. Obacht, lassen wir ihn zu Ende reden. Aber er ist auch ein Verfechter von der Wissenschaft. Da sehen wir schon mal so ein bisschen, in welche Richtung das reingeht. Für ihn gibt es eine Wissenschaft. Damals... einer Meinung. Sehr intelligent. Sehr, sehr intelligent, mein Jutster. War. Und es sich auch heute eigentlich alles bewahrheitet hat. Ja. Was Professor Drosten und Co. so gesagt haben. Ja, genau. Hat sich, also, da gibt es keine Beweise, dass die irgendwo gelogen haben. Drosten und Co. Drosten, Lauterbach, RKI und so. Haben sie alle die Wahrheit gesagt. Komplett. Ohne Wenn und Aber, die. So. So, ganz schlecht gealtert, diese Aussage. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen, der Bruder macht voll auf Schlaumeier so, der sagt, oh, der Leon ist so dumm, Digga, der ist so ein Idiot und der denkt, der ist hier ein Doktor und was auch immer, hat der überhaupt einen Schulabschluss und so, dann haut der so ein Ding raus hier, Digga, hör mal zu. Einer Meinung war... Warte kurz. Strom mit. Es ist so offensichtlich, dass die Wissenschaft schon damals einer Meinung war, und es sich auch heute eigentlich alles bewahrheitet hat. Ey, das ist schon was, das tut mir schon fast wieder leid, ne? Die Leute haben sich so krass auf der sicheren Seite gefühlt, Digi. Die haben gedacht, Alter, geil, Öffentlich-Rechtliche haben erzählt, RKI, die ganzen Leute, Lauterbachs und was auch immer, die haben erzählt und so. Das ist so safe, Digga, ich kann jetzt jeden fertig machen, der irgendwas anderes sagt, so. Und dann 4 Jahre später, Bruder, oder von diesem Video aus 2 Jahre später, kommen diese Files raus und da siehst du einfach, dass die einfach viel gemacht haben, aber uns nicht die komplette Wahrheit gesagt haben, so, weißt du? Crazy. Ganz krass. Ganz krass. Was Professor Drosten und Co. so gesagt haben. Hm. Und alles, was Leon Lovelock von sich gegeben hat.
Ja. War gequälte Scheiße, war Dünnpfiff. Ja, ja, ja. Und er hat sich bis auf die Knochen blamiert. Voll, 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 voll. Und gilt weiterhin, oder jetzt vor allem dadurch, einfach nur als jemand, dem Intelligenz fehlt, um... Ja, unterschreibe ich dir mal, Jutzter. Zusammenhänge zu begreifen, um einfach zu denken. Ist nicht fähig zu denken. So. Stupid, Bro. Stupid. Mit seiner Duschkappe da in der Reaction hier auf Twitch und YouTube. Einfach ein dummer Typ. Es gibt viel zu wenige Leute, die mal reflektiert hinterfragen, was da gerade passiert. So. Es gehen ein paar Sprachmemos rum, ein paar Stories, ein paar Berichte und alle rennen in die Läden rein, kaufen sich... Mach Geschwindigkeit hoch. Bisschen, ne? Ich zieh mir das auch nicht ganz rein, Digga. 54 Minuten Chat, oder? Seid ehrlich, Digga. Wollt ihr das wirklich komplett sehen? Selbst Leute, wo ich gedacht habe, die sind reflektiert oder die haben eine Ahnung oder die verstehen, dass da viel mehr dahinter steckt als so ein Virus, in Anführungszeichen. Also er hat nicht an das Virus geglaubt. Habe ich nie gesagt, Digga. Ich habe gesagt, Virus in Anführungszeichen. So, ich habe es einfach in Anführungszeichen gestellt. Warum auch immer, mein Jutster. Ja. Kann er ja mal mit Roos darüber reden, der auf der Intensivstation lag. Roos lag wegen ganz anderen Sachen auf der Intensivstation. So. Der von Geburt an schon hat er Probleme. Weißt du? Das hat. Was ist das für. Was ist, hä? Und was machen wir alle? Wir gehen mit drauf. Wir propagieren mit denen zusammen. Die pflanzen in unseren Köpfen irgendwas ein und wir verbreiten das. Wir teilen das. Wir reden. Nach dem Video erstmal 10 Palo Santo anzünden. Digga, kommt gar nicht durch, ne? Sag ich dir ehrlich. Kommt nicht durch. Ich spüre das nicht, Digga. Ich fühle keinen Hass. Ich fühle einfach, dass der Typ mit sich selbst unzufrieden ist und irgendwie ein Ventil sucht, um andere klein zu reden oder fertig zu machen, weil er selbst sich halt im Kampf mit sich selbst ist. So, ich fühle da nicht, das kommt nicht bei mir an. Kommt nicht an. Noch nicht. Wenn es ankommt, mache ich aus. Darüber den ganzen Tag. Egal, wo ich hingehe. Egal, mit wem ich mich unterhalte. Spätestens nach 5 Minuten kommt das Thema. Coronavirus. Ja, natürlich, weil das schon damals, vor 2 Jahren, ein Riesenthema war. Und die Welle kam auf uns zu. Und wir haben über 100.000 Tote ja mittlerweile. Und ich damals habe ich in England gelebt. Und das war das am stärksten betroffene Land Europas. Und zurückzuführen auf Tests, sagst du, oder was? Oder worauf? Anscheinend ist ihm das irgendwie egal oder so und hat wahrscheinlich... War eine normale Grippewelle, mein Jutz, da nicht mehr und nicht weniger. Keine Freunde, die gestorben sind oder Verwandte. Keine Freunde oder Verwandte, die gestorben sind? Mein leiblicher Bruder ist gestorben in der Zeit. Das stimmt einfach nicht. Lüge. Es ist halt wie ein Krieg zum Beispiel. Das betrifft natürlich jeden. Das ist normal. Und indem man sich die Hände zuhält und sagt, mich sieht keiner, das ist halt kindisch, was er macht. Und das ist Leon Lovelock. Peinlicher Vogel. Sag mal, checkt ihr nicht, dass die genau das schaffen, was sie schaffen wollen? Die. Er spricht von die. Jetzt kommt diese Verschwörungserzählung. Die da oben, diese Geheimverschwörungen. Am Ende ist es wieder Antisemitismus, der da durchscheint. Mati, was? Bruder, hast du gesehen, wie schnell die sich in diesen Kaninchenbau rein... Das sind die wahren Schwurbler, Bro. Ich schwöre dir, wir, so ich, Keanu und diese ganzen Leute, ne, wo wir uns ein bisschen so ein paar Dokumentationen reinziehen und so ein bisschen einen auf hinterfragen und so unsere eigenen Theorien aufstellen, so, wir sind logischer als so eine Kandidaten, Digga. Die aus so einer Aussage, weil ich einmal die gesagt habe, hat er mir Antisemitismus angedichtet gerade. Hitler, hier, der will alle, dass die in Lager kommen, LGBT, so Dara-mäßig. Bruder, willst du mich verarschen, Digga? Das ist Schwurbelei, Freunde. Sag mal, checkt ihr nicht, dass die genau das schaffen, was die schaffen wollen? Die. Er spricht von die. Jetzt kommt diese Verschwörungserzählung. Die da oben, diese Geheimverschwörungen. Am Ende ist es wieder Antisemitismus, der da durchscheint. Wie sind wir da hingekommen, Digga? Angstmacherei. Kontrolle. Uns vorschreiben, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben. Oha, er muss eine Maske tragen und muss aufpassen. Frei. Eine Maske, die nichts bringt, Alter. Nothing. Null. Haben sogar dein Hero Drosten und so selber, Drosten, das habe ich sogar gedenglischt gerade, liegt an der Kappe, hat der Drosten sogar selber zugegeben. Bringt nichts. Freiheit einschränken. Versteht ihr nicht, was da gerade passiert so? Die wollen genau das. Und es ist mir jetzt auch scheißegal, Digga. So was mit meiner Reichweite passiert. Ihr könnt gerne den Xavier mit mir machen. Macht den Xavier mit mir. Sagt, ich bin verrückt. Tu es, Digga, hau rein. Ich hab eine Psychose, was weiß ich. Ja, genau.
Das ist einfach, weiß ich nicht, Maximilian, du warst Marihuana, was bei ihm diesen Unsinn herbeigeführt hat. Bruder, super Argumente der Tobias immer, ne? Also wirklich jetzt. Der haut richtig raus hier die Argumente, Digga. Der macht mich richtig fertig in dem Video. Der hat mich richtig rangenommen. Schiebt sein Fall bitte nicht aufs Kiffen, ja. Aber ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten, so. Geht nicht. Ja, und allein schon durch dieses Intro hat sich Leon Lovelock zum Gespött aller Menschen mit einem IQ über 90 gemacht. Man lacht über ihn. Einfach nur ein Corona-Clown. Ein richtiger... Boah, Digga, das ist krass. Macht ihr das extra oder fühlt ihr das wirklich so? Clown. Und... Guck mal, wie er sich freut innerlich. Siehst du das? In keinem Bereich nimmt man ihn ernst und ich empfehle euch mal... Schwurbelkreise, Bruder, die lieben mich. Meine Schwurbel-Community, meine Love-Gang, die lieben mich, Bruder. Es gibt schon ein paar Leute, die mich mögen so. Und der Rest, weiß ich nicht, vielleicht werden die irgendwann mich mögen und vielleicht auch nicht, das ist mir eigentlich egal. Meine Familie mag mich auch. Ich glaube, Gott hat mich auch lieb irgendwie. Ich bin schon gesegnet so teilweise, weißt du? Also ich glaube, da gibt es schon so ein bisschen ein paar Menschen, die mich gern haben, so. Weißt du? Und für manche Menschen bin ich sogar eine Legende durch das Video. So, manche Leute sagen mir, Bruder, du hast mir in der Zeit Kraft gegeben, so. Ich habe schon Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, wenn es dich nicht gegeben hätte, so, ich habe schon mit den Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen und solche Sachen, so. Das ist schon schön, weißt du? Das ist schon schön. Und ich liebe alle meine Supporter und auch alle Nicht-Supporter oder alle Leute, die denken, dass sie mich hassen, so. Ich liebe euch. Und wenn wir uns mal sehen, können wir mal quatschen und dann wird sich das Bild vielleicht auch ändern irgendwann. Dieses Gespräch mit Flair, dass ihr euch das mal anschaut, er hat ihn zerlegt. Flair hat ihn komplett zerlegt in Einzelteile, hat ihn zum Gespött gemacht und... Voll komplett zerlegt in Einzelteile. Psst. Der Lovelock steht immer noch stabil wie ein Mann mit Eiern aus Stahl, Digga. So groß wie Straußeneier, mein Jutster. So. So. Vertrau mir mal, mein Bruder. So. Und dort hat Leon Lovelock auch nur alle möglichen Unsinn von sich gegeben und sich blamiert. Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben, so. Und jeder von uns muss bereit dafür. Da lacht der, Digga, was? Wie, Freiheit sterben? Was? Hä, wir müssen es doch unterordnen, Digga. Politiker, wenn die so sagen, dann ist so, dann sagen die immer die Wahrheit, Digga. Müssen wir nicht irgendwie von irgendeinem in den Mund nehmen oder uns bücken oder so irgendwie? Ja, okay, mach ich. Digga, das triggert die am meisten, ne? Wenn ich sage, ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben, so. Als ob die sowas noch nie gehört haben. Wenn wir hier auf dieser Welt leben, so. Wir lassen uns nicht einschränken. Es kann doch nicht sein, dass wir uns zu Hause einschränken. Ich stehe auf meinen eigenen Eiern, Bruder, Vejo. Wegen einem Virus, der nicht tödlich ist. Nächster Fehler bei ihm. Nicht tödlich, genau. Diese Fake-Aussage. Und deswegen sind ja auch nur in Deutschland über 100.000 Menschen gestorben. Und in England genauso. Schauen wir doch mal die aktuellen Zahlen. So, gehe ich mal auf YouTube und schau mal Übersicht. Mal gucken, wo er reinguckt jetzt die Zahlen. Und ich will auch bitte die Leute, die an Corona gestorben sind und nicht mit Corona gestorben sind. Ne? Deine 100.000 herbeigeführten Corona-Toten, die kannst du dir mal sonst wo kurz hinschieben, mein Jutster. So, weil da wurde nämlich ganz viel Unfug getrieben. Denn wenn einer einen Motorradunfall hatte und in der Intensiv gelandet ist und dann verstorben ist und einen positiven fucking PCR-Test hatte, war der ein Corona-Toter. Der war aber kein Corona-Toter. Deswegen stimmt das so nicht. Wurde bestimmt gespeichert. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, wenn man die Statistiken im Nachhinein nachvollziehen möchte, kann jeder sich selber ein Bild von verschaffen. In diesem Jahr sind nicht mehr Leute verstorben im Winter als in den Jahren zuvor bei den normalen Grippewellen. Teilweise sogar weniger. Und das zeigt uns schon eigentlich, dass es kein tödliches Killer-Virus gab. Hört sich crazy an, ist aber so. Oh na, da gibt es bestimmt den Livestream irgendwo. Filtern wir mal nach live. So, dann gibt es bestimmt einen Livestream. Da sind die Corona-Zahlen. So, Lab-Stats. Deutschland, 141.862 Tote. Die mit Corona gestorben sind und nicht an Corona. Also, lieber Leon Lovelock, 141.862 Tote. Vereinigte Staaten, 1.045.767 Tote. United Kingdom, weniger Einwohner als Deutschland, 180.718 Tote. Weltweit 6.378.050 Tote. Und das sind nur die offiziell gemeldeten Zahlen. Das wird ja in einigen Ländern manipuliert, wie zum Beispiel in der Türkei oder Iran.
Und das mit einem besseren Gesundheitssystem. Deutschland hat das beste Gesundheitssystem mit Japan der Welt. Tja. In Deutschland hatten 29 Millionen Menschen. Sehr spannender Charakter auf jeden Fall, der Tobias. COVID-19. Das haben viele überlebt, wegen unseres guten Gesundheitssystems. In Österreich, mal schauen, ob ich die Zahl noch habe. Wenn jemand hier fragt, Österreich, ich finde es nicht, das ist ein Sekret. Doch, Austria. 20.099 Tote. 4,5 Millionen Fälle. So viel zu der persönlichen Wahrheit des Corona-Clowns Leon Lovelock. Der sich bis heute nicht entschuldigt hat für dieses Video. Sich nicht. Du musst dich entschuldigen, mein Jutz. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Ja, wer bist du denn, Tobias? Dass du hier Leuten vorschreibst, dass sie sich entschuldigen müssen. Bro, ich habe niemanden beleidigt. Ich habe niemanden diffamiert. Ich habe niemanden als Antichrist dargestellt. Ich habe das nicht gemacht. Du und deine Community und Leute, die so eingestellt sind wie du, haben uns beleidigt, haben uns diffamiert. Du hast hier alleine in diesem Reaction-Video nach 12 Minuten schon die ein oder anderen Dinge rausgehauen, die man auch als Beleidigung nehmen könnte. So, weißt du, ich reg mich darüber nicht auf, weil ich weiß, Gott ist oben und jeder wird seine Strafe bekommen und Gerechtigkeit wird immer kommen und Liebe wird immer gewinnen. Aber du musst dich entschuldigen. Bei allen Leuten, die du diffamiert hast. So. Bei allen Leuten, denen du gesagt hast, dass sie schlechte Menschen sind, weil sie eine andere Meinung haben. So. Bei den Leuten solltest du dich entschuldigen. Und zwar nicht für die Leute, sondern für dich und deine Seele. So. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich bei jemandem entschuldigen, dann mache ich das. Nicht für die Leute, sondern für mich und meine Seele und Gott. Weil das ist das, was an erster Stelle steht für mich persönlich. So. Du machst es, damit du mit dir selbst und mit Gott im Reinen bist, Bruder. Und dann auch automatisch mit anderen ins Reine reinkommst. Selbst wenn sie dir nicht verzeihen oder wenn sie das nicht annehmen, hast du es aus reinem Herzen getan. So. Und das solltest du für dich und deine Seele tun. Weil ich sehe, deine Seele ist sehr dunkel, Bro. Du hast sehr viele Filter über deinem Herzen drüber. Du hast wahrscheinlich gar keinen richtigen Zugang mehr zu deinem echten menschlichen Kern, deinem göttlichen Kern, deinem Herzen, deiner Seele. So. Und das wünsche ich mir für dich wieder. Und dazu musst du dich aber erstmal gerade machen. Für alles, was du falsch gemacht hast. So. Und dann geht's weiter und das hoffe ich mir für dich auch. So. Distanziert, sondern behauptet, er hätte recht gehabt. Ja, nee, so, das kann nicht sein. Das sind Kriegszustände, Digga. Wegen einem Virus. Kriegszustände. Allein das ist schon eine Unverschämtheit. Ich war im Krieg. In Syrien und im Irak. Mosul, Raqqa. Schengal. Und damit, es hat nichts damit zu tun. Nicht mal ansatzweise. Dieser Typ, dieser wohlstandsverwöhnte, privilegierte YouTuber. Sitzt auf einer Luxustreppe im Luxus-Mannheim auf dem Weg in seine Luxuswohnung, spricht in ein 300-Euro-Mikrofon, nimmt... 300? Was? Bro, das hat ein Fuffi gekostet, mein Junster. Wahrscheinlich mit einer 2.000-Euro-Kamera auf. Was für 2.000 Euro, Digga? Der denkt, ich bin jetzt nicht rich, ne? So. Die Kamera hat 800, 900 Öcken gekostet damals. Auch schon alt. Die habe ich immer noch übrigens, weil ich mir keine neue leisten kann. Luxustreppe. Das Mikrofon hat einen Fuffi gekostet ungefähr. Gebraucht eBay Kleinanzeigen, weiß ich schon ganz genau, wie das läuft. So, broke, bro, I'm broke. Mach nicht so jetzt. Und faselt etwas von Krieg, weil er eine FFP2-Maske tragen muss, weil Menschen sterben, damit alte Menschen geschützt werden. Was ihm die Maske bringt aber nichts. Egal ist. Digga, er sagt, es ist mir egal, wenn andere Menschen sterben, ne? Und es ist so krass, Digga, weil ich glaube, der Typ hat keinen Zugang mehr zu seinem Herzen, ne? Zu seiner Seele, habe ich ja vorhin schon beschrieben, so ein bisschen. Und bei mir ist es anders so. Ich bin bereit, für andere Menschen zu sterben, Bruder. Ich bin bereit, anderen Menschen zu helfen auf so einer krassen Ebene. Das können sich die meisten Leute nicht vorstellen, so, weißt du? Also wirklich jetzt, ich bin schon in Situationen reingeraten, um anderen zu helfen und so. Ich bin der Erste, Digga. Ich bin der Erste. Ich habe einen toten Menschen aus dem Wasser geholt in Mexiko so. Wo am Rande, da wäre er wahrscheinlich auch dabei gewesen, am Rande standen die Menschen und haben mit Handy gefilmt, so wie da einer im Wasser drin treibt. So. Da sind nur 3, 4, 5 Menschen hingeschwommen und haben den aus dem Wasser rausgeholt, deswegen hat der überlebt. Weißt du? Also mir vorzuwerfen, dass ich mich nicht kümmere um andere Menschen und nicht daran interessiert bin, andere Menschen am Leben zu halten, ist schon sehr krass. Vor allen Dingen von so jemandem, wo ich mir sicher bin, dass wenn es hart auf hart kommt auf der Straße, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwelchen Menschen Unrecht getan wird, so, bin ich der Erste, der hingeht und sich einmischt. So ein Tobias geht ganz schnell irgendwo in die Ecke, holt das Handy raus und filmt es vielleicht. Sorry, wenn ich das so direkt sagen muss, aber das sind Facts. Einfach nur ein privilegierter, unmöglicher Mensch ohne jede Empathie. Der nicht tödlich ist. Nochmal.
Ohne Empathie, sagt der. Weißt du, was ich meine? So, die sagen einfach irgendwas, was überhaupt keinen Sinn macht, Digga. Das ist so weit hergeholt, so. Das ist. Und ich finde es halt krass. Ich werde nicht aufs gleiche Niveau gehen, aber er hat mir diese ganzen Wörter an den Kopf geworfen. So, der ist dumm und so. Und der ist dies, der ist das, der ist so blöd. Der kann nicht mal lernen und der kann nicht mal dies und der ist empathielos und dies. Was meiner Meinung nach alles viel mehr auf ihn zutrifft als auf mich, so, weißt du? Ich habe das Gefühl, er redet mit sich selber teilweise. Dieser Virus ist nicht tödlich. Ein normaler, gesunder Mensch kann von diesem Virus nicht sterben. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Einfach nur Lüge. Sind so viele Menschen, die auch fit sind, gestorben. Und was er auch noch gleichzeitig sagt, dass also es okay ist, dass alte Menschen oder Menschen mit einem schwachen Immunsystem, dass sie sterben, das nennt sich Euthanasie. Werter Leon Lovelock, google einmal, falls du das kannst, das weiß ich nicht, was Euthanasie ist. Kann ich nicht, Digga, bin zu doof. Das ist im Dritten Reich unter anderem. Das ist krass, das ist auch eine Bubble, ne? Hängt der auch mit Dara und so ab? Also das sind die ähnliche Vibes hier gerade. Euthanasie. Und genau das ist es, was du hier so durch die Blume propagierst. Oder propagiert hast. Was ist Antisemitismus oder was? Bestimmt, oder? Was, willst du mir irgendwie wieder die Antisemitismus-Keule oder so? Und dafür hast du dich auch... Irgendwie was in die Richtung? Entschuldigt. Es ist Fakt. Es ist bewiesen. Lüge wieder. Nichts ist bewiesen. Das ist eine reine Fantasie. Das hat er sich irgendwo auf dem Klo ausgedacht. Das Märchen. Ein Lügner. Hinterfrag. Ja, schlauer Tobias. Dankeschön, dass du mir das sagst. Ich brauche so eine schlaue Menschen in meinem Leben, damit ich überhaupt funktionieren kann, Tobi. Tobi, ohne dich wäre ich aufgeschmissen, Alter. Guck mal die ganze Scheiße. Was steckt da dahinter? Was steckt da? Was machen die gerade mit uns? Mann, bin ich froh und dankbar, dass wir solche Menschen in unserem Land haben, ne? So eine Tobi ist Digi. Die uns alle darauf aufmerksam machen, wie dumm wir sind und so. Wichtig, Digga. Genau solche Menschen braucht es hier. Was machen die gerade mit uns, Digga? Alle Leute, die bis heute verrückt erklärt wurden, wegen Agendas, wegen Theorien, die uns versucht haben, Dinge zu sagen, hört diesen Menschen zu. Und diese Menschen sollen jetzt bitte aufstehen. Ob es ein Kollege ist, ob es ein Kianos ist, ob es ein Xavier ist, Digga. So. Das sind die. Jetzt hat er allerlei Unsinn als Referenz genommen. Und wer jetzt übrigens sagt, hey, beleidige ihn nicht, Ich sag hier die Wahrheit, ich würde ihn nicht beleidigen. Du sagst die Wahrheit, mein Jutzer, ne? Ja, haben wir gemerkt. Aber dass er ein Clown ist und dass er ein Lügner ist, das ist ja keine Beleidigung. Er macht sich da zum Clown und er lügt. Ganz bewusst. Leon Lovelock ist ein Lügner. Ja. Die Menschen, die ich in unmittelbarer Nähe mal getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten habe und wo ich gemerkt habe, das sind genau diese Leute, die für draußen für verrückt erklärt werden. Tu dir das nicht weiter an, bringt nichts. Ja, bringt nichts, hast du recht, Digga, ich küsse dein Herz. Also war jetzt aber, für mich ist es Entertainment so. Ich nehme solche Jungs innen auch nicht richtig ernst. So. Der braucht ein bisschen Liebe, der braucht eine Umarmung. Der braucht ein bisschen gute Vibes, Digga, ein bisschen Ausstrahlung, ein bisschen Charisma, der muss mal ein bisschen wieder leben, weißt du? Und dann geht das auch ganz schnell weg mit diesem Hass verbreiten. Glaub mir das mal. Wenn der Bruder mal wieder in sein Herz reinkommt, in seine Liebe reinkommt, so, ich lasse ihm trotzdem Daumen nach oben da. Guck mal, er hat auch hier ganz viele Videos gemacht. Leon Lovelock total am Ende, Leon Lovelock redet noch mehr wirres Zeug. Ich kann mir den Typen halt echt nicht mehr geben, Freunde, wirklich jetzt. Meld dich, Tobias, falls irgendwas ist, Alter. Können wir mal quatschen, mein Jutzler. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, YouTube. Ich küsse euer Herz, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein und nichtsdestotrotz, der hat jetzt hier ist schon in eine beleidigende Richtung reingegangen, aber ich möchte von meiner Community trotzdem keine Beleidigung in den Kommentaren sehen. Wir sehen uns im nächsten Video, ich liebe euch. Bis dahin. Peace out. Gang.